Hi. And welcome, hi. Okay. 5 mal 85 plus. Das wird das gute alte Jetpack sein. 3, 2, 1. Schreibt nicht sofort den Spieler ran, Leute. Schreibt vielleicht den Kartentyp ran, vielleicht das Rating. Oh mein Gott, plus oder minus, F oder W, irgendwie so etwas. Komm, Shigi. Du hast schon krasse Sachen gegönnt. Let's go. Scheiße. Ist es ein Bürki oder was, Leute? Nein, es ist ein Inform. Wargott, Portugal. Und es ist wahrscheinlich der Torhüter, oder? Ist nicht mal eine Special-Karte, Leute. Okay, Leute, das ist ein absolutes F in den Chats. Okay, Leute. Mann. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit diesem Account drinnen war. Auf diesem Account habe ich einfach Roberto Carlos mit Icon gezogen. Untradable. Und Lozano. Und Son. Und Salah. Alles untradable. Jetzt schauen wir mal, was ich jetzt ziehe. Ich bin gespannt. So, let's go. Nase. Nase. Hallo. Warte. Was ist der Menzel für ein Ehrenbruder? Der Menzel haut den Prime-Sub raus und dann haut er erst den Follow raus. Vielen, vielen Dank. Aber da kann doch noch ein normaler... Was? Kann noch ein goldener Messi kommen, Leute? Kann noch ein goldener Messi kommen? Theoretisch? Vielleicht Mbappé oder so, normal. Also ich weiß jetzt nicht, ne? Ich glaube sogar, dass das... Das tut weh. Einfach jetzt durch den Chat. Okay, ich öffne es jetzt. Ich bin gespannt auf die Reaktion vom Chat. Eure Reaktion entscheidet, ob das jetzt krass wird. Ich gönne genau einen Ronaldo. Ist das da? Ist das was Krasses? Hoffentlich wenigstens ein Walkout. Oh nein. Es ist ein absolutes F in den Chat. Ein Imp von 84. Ist es ein Walkout oder nicht? Ist es ein Walkout? Okay, dann okay, er hat schon weitergeklickt. Aua. Warte mal, sind das jetzt mehr oder weniger als 5? 1, 2, 3, 4. Aua. Ist nicht so geil, oder, Chats? Was ein kranker Stream, kranker Support. Vielen, vielen... Was war das gerade? Habt den Pick fertig. Oh mein Gott, Leute. Es gibt jetzt dann gleich noch einen Icon-Pick. Bin sogar jetzt ein bisschen nervös sogar, was der Bruder ziehen wird. Das ist noch peinlicher als der Kopfball von Ribéry, Leute. Das ist... Zur Feier des Tages gönnt euch der Chris einen Icon-Player-Pick, Leute. Okay, die Party ist noch aktiv. Warte, ich zeige euch auch noch etwas. Ich zeige euch noch was. Was sagt ihr? Kann man lassen, oder? Warte, ich mach's ein bisschen höher. Mashallah. Sieht gut aus, oder? Oh, der Winkel stimmt noch nicht ganz, ha? Was sagt ihr? Und dadurch, dass ich auch noch so eine Dachschräge habe, kommt das richtig geil zur Geltung, Leute. Weil ich halt so, ja, eben wegen Dachboden, bla bla bla. Was rede ich da? Dachboden? Weil ich am Dachgeschoss wohne. Genau. Das wollte ich sagen. Gehört nicht die Ecke noch ein bisschen mehr ausgeleuchtet? Das, jetzt schaut's gut aus. Was sagt ihr? Gut aus, oder? Okay, machen wir eine Wette. Wird Rulitz R9, Euse oder Cruyff dabei sein? Die Wette ist vorbei. Let's go. Ich bin so nervös. Komm! 3, 2, 1. Bitte. Achso, ich kann gar nicht öffnen. Jetzt aber. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Schweinsteiger!
Kreuf! Es ist Kreuf! Es ist Kreuf! Es ist Kreuf! Es ist Schweinsteiger! Schweini! Poggers! Oh mein Gott, es ist Kreuf! Junge, Junge, es ist Kreuf! Ich will Rivaldo nehmen, ich will Schweinsteiger nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wie viel kostet Kreuf? Eki, danke für dein Follow. Nur 5 Sterne, 5 Sterne. Ganz, ganz schwach. GG in den Chats. Rivaldo weiß so gut. Ich komme nicht drauf klar. Bitte nimm Schweini, sagt der Refi. Kreuf war sogar als Letztgenannter. Ich habe den noch nie in irgendeinem Pack gesehen. Und ich habe schon sehr, sehr viele Icon-Packs und bla 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 geöffnet, ne? Kreuf kostet 4 Millionen, Alter. Das ist wirklich mit einer der besten Ikonen, ne? Kreuf wieder von einigen E-Sportlern sogar mehr gefeiert als so ein Euser oder so irgendwas, ne? Man sieht Kreuf an, dass er noch keinen Termin beim Friseur bekommen hat seit gestern. So geil.